Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Notrufmagazins. Wir sind hier im alten Fischereihafen in Finkenwerder bei Hamburg. Und wir wollen Ihnen ein bisschen was erzählen und auch zeigen über Sicherheit auf hoher See. Es gibt immer mehr Bootsbesitzer, viele haben den Führerschein, mieten sich ein Boot. Und das hier ist die Tordas, eine wunderschöne Segeljacht, auf der Feuer ausgebrochen ist. Da herrscht schon Hektik und die Mannschaft versucht, sich zu retten. Nein, keine Angst, das ist kein echter Seenotrettungsfall, sondern die Nordische Segelschule übt hier die Beherrschung des Seenotrettungsfalles zusammen mit ihren Segelschülern. Das muss auch gemacht werden, denn auf hoher See, stellen Sie sich vor, bricht Feuer aus an Bord eines Schiffes und Sie müssen in die Boote. In welche Boote? Ein solches Schiff hat keine Rettungsboote, aber ein Seenotrettungsfloß zum Beispiel. Es gibt Seenotrettungswesten und vieles andere mehr, was zur Rettung der Mannschaft, der Gäste an Bord beitragen kann. Diese Kurse bietet die Nordische Segelschule zusammen an mit dem Fortbildungszentrum Hamburger Hafen oder Fortbildungszentrum Hafen Hamburg, so heißt es richtig. Also lade ich Sie jetzt ein in den Lehrsaal. Ich verspreche Ihnen, es wird nicht langweilig werden, sondern hochinteressant. Nicht nur für Seefahrer, auch für Landratten. Zunächst aber unser erster Beitrag. Haunstetten in der Nähe von Ingolstadt. Unsere jüngste Tochter, die Tanja, hatte Geburtstag und die war schon ganz zappelig. Und ich hatte noch eine ganze Menge Arbeit und dann schickte ich die Kinder raus. Plötzlich kam der Wolfgang rein und meinte, er möchte noch irgendwas an einem Auto machen. Dann habe ich schon gesagt, komm, hilf mir. Aber er meinte, er hätte das gleich und das wäre eine Sache auf 10 Minuten und dann käme er rein und hätte mit uns feiern. Ich bin gelernter Kfz-Meister und repariere halt von meinen Bekannten und Freundeskreisen in meiner Garage halt die Autos. Wenn man die Reparaturen ja vernünftig ausführen möchte und dann braucht man ja unbedingt diese Bühne, die ja regelmäßig vom TÜV kontrolliert wird. Ich habe die 4 Schwenkarme unter das Fahrzeug gestellt. Da gibt es die bestimmten Aufnahmepunkte. Und habe dann danach die Bühne betätigt mit dem Schalter und das Fahrzeug hochgehoben. Die Bühne hat ja eine Traglast von 2.500 Kilogramm. Und das war zwar ein schweres Auto, aber trotzdem noch in dem Bereich der zulässigen Traglast. Erinnern kann ich mich ja dann nur noch, wie ich das Werkzeug in die Hand nahm und ging da unter das Auto und setzte mit dem Schlüssel halt am Fahrzeug an. Plötzlich hörte ich einen großen Knall. Ich dachte mir noch, was treibt der schon wieder? Ich rannte zur Haustür und dann sah ich unter dem Auto einen zusammengeklappten Rücken und einen Fuß. Ich musste wirklich zweimal hinschauen, bis ich überhaupt merkte, dass das mein Mann ist. Mir war in diesem Augenblick vollkommen klar, er kann fast nicht mehr leben unter dem Auto. Deshalb ging ich gar nicht mehr hin, sondern rief sofort unseren Nachbarn an, weil ich wirklich wusste, der ist zu Hause. Aber es meldet sich keiner. Während ich rauslief aus dem Haus, kamen mir meine Kinder entgegen. Ich achtete eigentlich gar nicht auf ihre Reaktion, sondern schnappte mir gleich meine älteste Tochter Stefanie und schickte sie sofort zum Herrn Gebhardt runter, weil er anscheinend das Telefon vielleicht nicht gehört hatte. Ich lief zum Herrn Großhauser, wo ich den Rasenmäher hörte und holte ihn um Hilfe. Oh Gott, war mein erster Eindruck. Der Wolfgang, der lebt wahrscheinlich gar nicht mehr. Oh nein! Ruf den Notarzt, Claudia! Mir lief die Gänsehaut über den Rücken. In Wolfgang, einen guten Freund, so liegen zu sehen und versuchte mal, vorne das Auto anzuheben. Was mir aber leider alleine nicht gelang, weil das Auto in einer riesen Schräglage war und auch die Gefahr bestand, dass es nachrutschte. Die Stefanie war so aufgeregt, dass ich ihr gleich angesehen habe, es muss irgendwas Schlimmes passiert sein. Ich bin, ohne dass ich noch mal ins Haus bin, ohne dass ich mir Schuhe angezogen hätte, sofort losgerannt. Ich versuchte, so schnell wie möglich das Auto hochzubringen. Ich habe den Wagenheber gepumpt, hektisch, aber der bewegte sich nicht hoch. Ich brachte den Wagen nicht hoch.
Wolfgang, wie funktioniert der Wogenheber? Er hat lediglich mit der Hand am Beton ein bisschen gekratzt und sicherlich hatte er schon entsprechende Luftprobleme, weil er wirklich dermaßen eingeklemmt, eingequetscht unter dem Auto drin lag. Also es war eine sehr schlimme Situation, wenn man hier möglicherweise zusehen muss, dass er vielleicht stirbt. Nach 3, 4, 5 Hilferufen habe ich auf einmal gesehen, dass die jungen Burschen vom Dorf angerannt kamen. Das war wirklich wie ein Wunder. Wir standen am Hof vor dem Feuerwehrgebäude, 6 Feuerwehrleute, und warten da auf Kollegen, weil wir zu einer Großübung in einer Nachbarschaft fahren wollten. Als wir anhebten, stellten wir auch fest, dass der Wagen vielleicht nachrutschen könnte. Somit gingen ein paar Leute von uns nach hinten, um das Auto zu sichern, dass es nicht nachrutscht. Die Mama war auch ganz aufgeregt. Und Stefanie auch, meine Schwester. Und dann haben mich richtig sehr Sorgen gemacht um ihn. Die haben das mehrmals versucht, das Auto hochzuheben. Die Lise hat uns dann schon bald geholt. Als wir um das Auto rum waren und es 10 für 10 hochstemmten, schaut der Roland den Wagenheber. Sag ich, Roland, der geht nicht. Sagt der Roland, doch, er riegelt ihn irgendwie oben und plötzlich hebt sich der Wagenheber. Und mit Hilfe des Wagenhebers gelang es uns dann, den Wagen etwas höher zu bringen, damit der Claudia und der Gebhard Wolfgang ihn vorziehen konnten. Es haben alle ums Auto rum geschrien, zieht's ihn raus, wir können nicht mehr, wir haben keine Kraft mehr, es geht nicht mehr. Und es war wirklich im letzten Moment, im letzten Augenblick, wir haben ja gar nicht mehr darauf geachtet, ob wir ihm vielleicht noch irgendeine zusätzliche Verletzung zufügen. Wichtig war nur, ihn unter dem Auto rauszubringen. Ich hoffte bloß, dass er mir anhand der Verletzungen nicht in den Armen stirbt. Wenig später sind endlich die Retter des BRK Eichstätt zur Stelle. Zu diesem Zeitpunkt hat Beilengries selber noch keinen Notarztstandort gehabt. Und wenn es dann heißt Notarzteinsatz, dann wird der Notarzt vom Klinikum Ingolstadt gleichzeitig mit uns alarmiert. Und sie fliegen dann mit dem Heli Richtung Einsatzort. 15 Minuten nach der Alarmierung landet der Rettungshubschrauber Christoph 32 ganz in der Nähe des Wohnhauses. Mein erster Eindruck war, dass er keine äußere Verletzungen hat, auch keine Weichteilverletzung, nur innere Verletzungen. Rücken, zumindest Beckenfraktur, Rippenfraktur. Der Patient war in einem Schockzustand, bewusstlos. Darum musste der Notarzt nach dem Eintreffen sofort eine Infusion anlegen und ihm auch Schmerzmittel verabreichen. Wir haben den Patienten anschließend auf die Vakuummatratze gebettet. Als wir ihn im Fahrzeug hatten, kam der Patient zu sich und wusste nicht, was geschehen war. Ich bin aufgewacht wieder und hatte eigentlich die Meinung, ich bin von einem Auto überfahren worden. Wolfgang ist dann mit dem Heli abtransportiert worden. Ich hatte dann schon sehr um meinen Mann gezittert, ob er querschnittgelähmt ist, ob er vielleicht eine Schädelverletzung hat. Und das war schon sehr eine sehr große Unsicherheit. Jetzt Herr Moosburger. Ja. Vom Unfallhergang her musste man bei Herrn Moosburger davon ausgehen, dass schwerwiegende innere Verletzungen vorliegen. Erstaunlicherweise, muss man sagen, war dies nicht der Fall. Denn in Röntgenbildern zeigte sich dann ein Bruch des linken Jochbogens, des Weiteren mehrere Rippenbrüche und vorrangig ein sehr komplizierter Beckenbruch, der auch die linke Hüftgelenkspfanne mit einbezog. Wenn die Hüftpfanne nicht korrekt wiederhergestellt werden kann, dann hat es für den Patienten und die Beweglichkeit der Hüfte schwerwiegende Spätfolgen. Somit haben wir uns gezwungen, einige Tage später zu operieren. Und wir mussten Herrn Moosburger damals leider mitteilen, dass er bis zur vollständigen Genesung etwa mit einem Dreivierteljahr bis Jahr rechnen muss. Schwester Sabine. Ja, Herr Moosburger, kein Moment. Herr Moosburger, hallo. Ich bin jetzt ganz überrascht, dass ich die selber dran habe. Geht schon wieder.
Das setzen wir jetzt gerade so einen Stift im Oberschenkel als Entlastung. Oh Gott, ey. Und er war wirklich am Telefon. Okay. Für mich war das irgendwie wie eine Erlösung. Da mein Mann vor dem Unfall überhaupt nichts mitbekommen hat, wollte ich unbedingt, dass er den Unfall nachvollziehen konnte. Ich habe ihn vom Krankenhaus abgeholt und habe ihn sofort mit dieser Situation konfrontiert. Er war schockiert. Irgendwie hat er wie gelähmt auf das Auto geschaut. Und wie er das Auto so gesehen hat, ist ihm erst bewusst geworden, welches Glück er hatte. Durch meinen Unfall war halt der Geburtstag von der Tanja nicht so schön. Und umso schöner war es halt jetzt durch meine völlige Genesung wieder, dass wir den 7. So feiern konnten, wie wir es uns vorstellen. Also, schneiden wir mal einen Kuchen an, oder Tanja? Manchmal ist die letzte Möglichkeit, sein Leben zu retten, das Schiff zu verlassen. In einem Seenotfall zum Beispiel. Heiko Rolfs ist Kapitän zur See und er ist auch Ausbilder im Fortbildungszentrum Hafen Hamburg. Herr Rolfs, ich kann nicht einfach über Bord springen mit dem Rettungsring um den Hals. Was muss ich tun? Ja, das ist richtig. Wir müssen uns wirklich der Rettungsmittel bedienen, die wir an Bord vorfinden. Das sind unter anderem hier Überlebensanzüge, wie wir sie im Hintergrund sehen, Rettungswesten, Rettungsflöße. Kann ich denn so einen Rettungsanzug, sieht ziemlich kompliziert aus und ist auch sehr festes Material, alleine anziehen? Also es soll vom Gesetz her vorgeschrieben möglich sein, auch für untrainierte Personen, 2 Minuten Zeit und ich bin drin in dem Ding, ist es anzuziehen wie ein Overall. Was hilft der mir? Das ist der optimale Schutz gegen Unterkühlung und das muss man mal ganz deutlich sagen, der größte Killer im Seenotfall ist die Kälte. Die Menschen sterben an Unterkühlung, sie ertrinken nicht. Aber ich habe doch einen solchen Anzug zum Beispiel nicht auf Kreuzfahrtschiffen. Die Kreuzfahrttouristik nimmt von Jahr zu Jahr zu, aber ich habe noch nie gehört, dass es diese Überlebensanzüge auf Kreuzfahrtschiffen gibt. Ja, das ist absolut richtig. Also für große Passagierschiffe, 2500 Passagiere, wird nicht jeder Passagier so einen Anzug zur Verfügung haben. Diese Rettungsmittel kommen mehr im Bereich der Frachter-Tankerfahrt vor. Das klingt alles sehr gut, nur wie gehe ich jetzt über Bord? Ein Schiff ist hoch, das ist ja nicht wie ein Ruderboot. Wie geht der Mann ins Wasser? Ja, das ist richtig. Also Freiborde können manchmal bis zu 10, 12 Metern haben, betragen. Und grundsätzlich muss man sagen, Springen soll vermieden werden, einfach durch Verletzungsgefahr. Wenn gesprungen werden muss, dann bitte die Sprunghöhe minimieren. So ab 5 Meter, 3 bis 5 Meter, sagt man, ginge es. Und wenn im Überlebensanzug gesprungen werden muss, dann die Haube runterhalten, um einfach Eindringen von Wasser zu vermeiden. Wenn mit Rettungsweste gesprungen werden muss, dann bitte die Weste im Kreuzgriff runterhalten. Es besteht die Gefahr, dass, wenn man aus Wasser aufschlägt, die Weste von unten nach oben haut und hier vielleicht Verletzungen im Halsbereich hervorruft. Oder am Kehlkopf. Sie sehen also, man kann nicht einfach das Schiff verlassen, wenn Gefahr droht. Man sollte sich erstmal auf die Fachleute an Bord verlassen, sollte deren Ratschlägen folgen, auch den Ratschlägen derer, die vielleicht schon mehr Erfahrung haben in der Seefahrt. Und es gibt noch ein anderes Rettungsmittel, das ist das Rettungsfloß. Haben Sie vielleicht schon mal gesehen, auf Yachten oder auf größeren Booten oder Schiffen. Wie funktioniert das eigentlich? Muss ich das aufblasen mit dem Blasebalg oder wie geht das vonstatten? Das zeigen wir Ihnen und erklären wir Ihnen gleich nach unserem nächsten Beitrag. St. Wendel bei Kaiserslautern. Gut. Okay. Der Elektroinstallateur Hans-Otto Ammann und seine Kollegen wollen kurz vor Feierabend noch einen Trafo in die Lagerhalle ihrer Firma bringen. Es gab da noch 2 Schwierigkeiten. Die eine war, wir konnten mit dem LKW nicht ganz beifahren, da der Kran durch das Vordach nicht auf die Rampe schwenken konnte. Und dadurch mussten wir uns mit Schienen behelfen. Die zweite Schwierigkeit war auch noch der Höhenunterschied zwischen LKW und Rampe. Da mussten wir Kanthölzer unterlegen, um das auszugleichen. Und da hat der Autokran hat praktisch den Trafo auf die Schienen draufgehoben. Da mussten wir die Halterung lösen wegen dem Vordach. Und dann mussten wir die mit Muskelkraft über die Schienen auf die Laderampe schieben. Die Schwierigkeit lag darin, dass der Trafo ein immenses Gewicht hatte von 2,4 Tonnen. Und den überhaupt mal ins Bewegen und ins Rollen zu bringen, da muss man schon kräftig dran drücken. Oh.
Also wir kamen an die erste schwierige Stelle, Schiene zu Schiene. Und da war etwas Höhenunterschied und wir mussten mit Schwung den Trafo da drüber bringen. Die Kollegen versuchten zu halten, aber 2,4 Tonnen kann man nicht halten. Und ich kam leider nicht mehr weg. Der Trafo lag dann auf mir. Ich hatte nur noch wahnsinnige Schmerzen. Und ja, dann sagte ich nur noch, Kinder, hilf mir. Kann sie! Hilf mir! So geht das nicht. Mach mal nicht so. Hilfe! Hol die da! Mach langsam. Gustav, hol das Handy und ruf den Notarzt an. Klopf, aber schnell! Hilf mir! Während sich Günter Herzog weiter um Hans-Otto Ammann kümmert, alarmiert einer der Kollegen die Rettungsleitstelle in Kaiserslautern. Viel können die Männer zu diesem Zeitpunkt nicht tun. Eine äußerst schwierige Situation. Was dann in ihnen vorgeht, dass man ein Arbeitskollege, ein guter Freund, dass dann sowas passiert, das war schon sehr hart. Als ich dann mir voll im Klaren war, dass das unmöglich ist, den Trafo anzuheben, habe ich dann den Kranfahrer gewunken und der ist dann beigeschwenkt. Zur gleichen Zeit macht sich ein Notarztwagen vom Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern auf den Weg zur Unfallstelle. Wir haben den Trafo eingehängt und ich habe ihn dann so gewunken, dass der Trafo nicht rausrutschen kann. Und da muss ich ja beide Sachen im Augenschein halten, der Kran, Trafo und Hansi, dass da nichts mehr ins Rutschen kommt. Also die Kollegen versuchten dann alles, den Trafo anzuheben. Das ist auch gelungen und Günther hat mich rausgezogen. Wir sind am Unfallort nach ca. 6 Minuten eingetroffen. Vor Ort die Notfallsituation ergab folgende Situation. Er befand sich im Schockzustand, hat starke Schmerzen. Der Allgemeinzustand war zu dem Zeitpunkt sehr kritisch. Jetzt können wir die Sauerstoffmaske erstmal draufgesetzt. Bitte ruhig durchatmen. Den Zustand haben wir mit Hilfe von Infusionen stabilisiert. Die Schmerzmittelgabe war zu dem Zeitpunkt erforderlich. Durch diese schweren Verletzungen war eine Narkose vor Ort notwendig. Nachdem der Zustand stabilisiert worden ist, der Patient auch beruhigt und in Narkose versetzt worden ist, haben wir den Patienten auf eine stabile Vakuummatratze gelagert und mit Näheuntersuchung begonnen. Außer von schwersten Quetschmarken habe ich an beiden unteren Extremitäten offene Wunden gesehen, die auf eine Fraktur hindeuteten. Zusätzlich haben wir eine abnorme Fehlstellung und Beweglichkeit festgestellt, die auf eine schwerste Knochenverletzung hindeutet. Die folgende Anmeldung: ein Arbeitsunfall mit Polytrauma, offene Frakturen, schwere Quetschungen an beiden Extremitäten. OP-Bereitschaft, Notaufnahme, Anästhesie, bitte verschwinden. Günther, wenn ich nicht mehr sollte, mal die Bärbel anrufen, sollte Bescheid sagen. Ja, gib hier, rufst du an. Für mich war das ein sehr schwerer Moment, ihr das überzubringen oder zu überbringen, was jetzt passiert ist. Inzwischen wird auch das Westpfalz-Klinikum über den schweren Unfall informiert. Zentralamt Schwester Birgit. Innerhalb kürzester Zeit bereiten sich alle Fachkräfte auf eine Notoperation vor. Ja, das ist natürlich schon wieder los. Notfall, auch im OP. Auf geht's.
Wir haben uns sofort auf den Weg ins Westpfalz-Klinikum nach Kaiserslautern gemacht. Der Transport gestaltete sich problemlos, sein Zustand blieb stabil. Der Schockraum als Notzentrale im Haus ist im Prinzip auf die Aufnahme eines Verletzten zu jeder Tages- und Nachtzeit vorbereitet. Es muss dann nun vom alarmierten Personal für den jeweiligen Fall das notwendige Verbandsmaterial, Intubations- und Infusionsmaterial zusammengestellt werden und dann die nötige Röntgenstruktur bereitgestellt werden in Form von einer Röntgenkassette, um notfallmäßige Aufnahmen machen zu können. Herr Ammann kam zu uns mit kreislaufstabilen und gut beatmeten Verhältnissen. Führend war die Verletzung des linken Beines. Zur vorläufigen Klärung der Durchblutungssituation haben wir mit einer Ultraschall-Dopplersonde das linke Bein im Fußbereich untersucht und fanden dort kein Strömungsgeräusch, was für uns ein wichtiger Hinweis war darauf, dass die Durchblutung des Beines nicht mehr in Ordnung war. So, Röntgen fertig. Ja. Bitte zwei Schüsse Beckenübersicht und Oberschenkel mit Knie. Und Deckung bitte. Das Röntgenbild bei Herrn Ammann zeigte eine Fraktur in Kniegelenksnähe im Oberschenkelbereich in Höhe der Gefäßverletzung. Mithin war diese Fraktur Ursache für die Verletzung der Innenhaut der Arterie, die sich eingerollt hat und dann das Gefäß verschlossen hat. Kurze Zeit später trifft auch Barbara Ammann mit ihrem Vater im Klinikum ein. Gott sei Dank, Sie suchen. Ja, mein Mann ist heute mit einem Unfall hier eingeliefert worden und ich kann den nirgends finden. Wie heißen Sie denn? Ammann. Ah ja, der Kollege und ich, wir sind gerade unterwegs in den OP. Er hat eine schwere Quetschverletzung, vor allen Dingen des linken Beines. Wir befürchten, dass wir unter Umständen amputieren müssen, aber wir werden alles tun, um es zu erhalten. In der Notoperation haben wir zuerst den zerbrochenen Oberschenkel im Kniegelenksbereich mit zwei starken Schrauben versorgt, damit das Bein stabilisiert war, und anschließend wurde die Gefäßoperation durchgeführt. Und in einer späteren Sitzung, nach einer Woche, haben wir dann die Stabilisierung des rechten Oberschenkels mit einer Plattenosteosynthese vorgenommen. Zwar ist die Operation gut verlaufen, aber noch 10 Tage nach dem Unfall wissen Hans-Otto Ammann und seine Frau nicht, ob er das linke Bein behalten kann. Ammann, psychologische Stütze ist da. Jawohl. Herr Ammann, wie geht's Ihnen heute? Besser? Ja. Lassen Sie mich mal kurz nach Ihrem Bein gucken. Also die schönste Entscheidung war dann, als Dr. Heuwinkel ins Zimmer kam und ganz unvorbereitet uns dann mitteilte, dass das Bein also gerettet wäre. Das war der wichtigste Augenblick, den ich noch in Erinnerung habe, dieser Moment. Ja, das ist gerettet, das Bein. Oh, wunderbar. Dankeschön. Wiedersehen. Wiedersehen. Herr Ammann hat dann noch einige kleinere Nachoperationen durchmachen müssen und nach 8 Wochen konnten wir ihn in eine Reha-Einrichtung verlegen. Ist die Stromstärke in Ordnung? Fleiß? Ich finde es beneidenswert, mit welcher Energie und mit welcher Stärke er doch trotz allem das noch gemeistert hat. Also mein Gedanke war, ich laufe wieder, egal wie, koste was es wolle. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal wieder gegen den Ball treten kann. Aber wenn ich heute auf den Fußballplatz komme und es juckt in den Füßen, und dann weiß ich, was ich all den Menschen, die mir geholfen haben, zu verdanken habe. Herr Rolfs, hinter uns liegt ein Rettungsfloß für die Berufsschifffahrt. Immer häufiger haben auch Freizeitjachten und kleinere Boote diese Rettungsfloße an Bord. Ich kann die ja nun im Seenotrettungsfall nicht einfach aufpumpen wie eine Luftmatratze auf dem Campingplatz oder vielleicht mit dem Mund aufblasen. Wie werden die ausgelöst? Wie werden die aktiviert? Ja, da müssen wir erstmal sehen. Aus diesem weißen Container, den wir an Bord des Bootes an Deck finden, kommt eine sogenannte Reißfangleine. Und wir müssen checken, bevor wir den Container aus dem Bord schmeißen, dass diese Reißfangleine an Deck des Bootes noch befestigt ist. Damit es im Falle starken Windes oder starker Strömung nicht abgetrieben wird. Genau so ist es. Würden wir den Container aus dem Bord schmeißen und wir hätten starken Wind, Strömung, der wäre sofort vertrieben und wir könnten nur noch hinterher winken. Wer bläst das Boot auf? Ja, wir haben also dann mit Hilfe dieser Reißfangleine die Möglichkeit, eine CO2-Flasche im Container innern auszulösen. Das CO2 strömt ins Floß, es bläst sich auf. Innerhalb welcher Zeit? 30 bis 60 Sekunden. Dann machen Sie doch mal.
Ja, doch, ganz schön laut. Jetzt dauert das noch ein paar Sekunden. Dann ist die Rettungsinsel aufgeblasen. Herr Rolfs, aber es gibt zwei Dinge zu beachten. Erstens, ich sollte vorher Rettungswesten anziehen, bevor ich jetzt die Insel auslöse. Zweitens, die kann sich ja auch verkehrt rum auflösen oder wenn sie aufgeblasen ist, auf dem Kopf stehen. Was tue ich dann? Dann gibt es eine spezielle Technik, die wir auch in diesen Kursen trainieren, die es dann gilt anzuwenden, dieses Floß aufzurichten. Die Teilnehmer müssten dann auf den Boden des Floßes heraufsteigen sozusagen, eine Greifleine fassen und dann mit Verlagerung ihres Körpergewichtes dieses Floß versuchen aufzurichten. Es ist so logisch, erst die Rettungswesten anlegen, dann das Boot zu Wasser lassen, das Floß, es dann auslösen und dann möglicherweise noch die zwei zusätzlichen Schritte bewältigen, die Herr Rolfs gerade genannt hat, sollte es dann auf dem Dach ausgelöst worden sein. Wir kommen zu unserem nächsten Beitrag. Landsam im Osten von München. Hier unterhalten Edith Stangl und ihr Lebensgefährte Karl-Heinz Obermeier einen Pferdehof. Ursprünglich war das der Hof eigentlich von meinen Großeltern, die eine Landwirtschaft gehabt haben, die wir dann aufgegeben haben. Und das gehört meinem Vater. Wir sind täglich da, also morgens zum Füttern, zum Rauslassen. Das liegt also alles in unseren Händen. Ja, und so haben wir halt gesagt, wir machen da so einen kleinen Reiterhof, Pensionspferdehaltung, die wo einfach zu uns ein bisschen dazu passen. Also insgesamt sind es 8 Pferde, es werden nie mehr werden wie 8 Pferde, weil wir bloß 8 Boxen haben. Und unsere Boxen sind ungefähr so groß, also dass du mindestens 2 bis 3 Pferde reinbringst. Aber wir haben gesagt, die Pferde soll es halt genauso gut gehen, wie es uns gut geht. Also mehr Platz für die Pferde. 2 der Pferde gehören Edith Stangl. Eines von ihnen ist der Hengst Moritz. Der Moritz ist so ein Glücksfall. Er ist jetzt 23 und habe jetzt bestimmt schon so um die 15 Jahre gehört er mir. Also ich habe mit 6 Jahren schon das Reiten begonnen und da habe ich ja einen Pony bekommen von meinen Eltern. Das habe ich dann auch wieder verkauft, habe meine Ausbildung gemacht und habe gesagt, beim ersten Geld, was ich kriege, kaufe ich mal wieder ein Pferd. Und seitdem habe ich einen Moritz. Der Moritz ist schon älterer Herr, freiwillig bewegt er sich jetzt nicht mehr so viel. Und deswegen braucht er seine tägliche Bewegung, dass er eben gut durchschnauft und dass die Muskeln nicht abgebaut werden. Ja, und man wird ja nicht jünger, sondern man wird ja immer älter. Und dann habe ich momentan also gesagt, also die Edith soll das mit den Pferden machen. Und ich kümmere mich eigentlich nur um das, was kaputt gemacht wird. Also tue ich nicht mehr reiten, die Edith reitet gern und ich mache den ganzen Drumherum, alles was kaputt geht oder was erneuert werden muss, das macht dann ich, das dann meine Welt. Direkt neben dem Pferdehof liegt ein Golfplatz, auf dem auch an diesem Tag gespielt wird. Gar nichts. Ich habe mich longiert, war ganz normal, war wieder ein bisschen faul, der Kleine. Und unterm Longieren merke ich eben, dass da dieser Golfball liegt und habe es aufgehoben. Weil ich mir gedacht habe, entweder steige ich drauf oder das Pferd drauf und könnte mir umknicken. Das gibt's ja. Ja, das sind halt so 600 Kilo, die sich umdrehen und die sind schon umwerfend eigentlich. Als ich dann wieder aufgestanden bin, habe ich eigentlich schon gemerkt, dass mir da die rechte Seite eben wehtut. Und habe auch hingelangt und habe mir gedacht, da brennt es ein bisschen, da ist ein bisschen eine Schürfwunde. War ein bisschen, wie sagt man bei uns in Bayern, ein bisschen belämmert, aber eigentlich nicht schlimm. Ich war gerade dabei, mein Pferd zu satteln. Und auf einmal kam die Edith hinter mir her und hat gejammert. Und dann habe ich sie angeschaut, habe gesehen, dass sie eine riesige Wunde hat. Und das Auge war gerade schon am Zuschwellen. Und ich habe sie dann auf eine Bank gesetzt, damit sie sich erstmal hinsetzt und zur Ruhe kommt. Nein, schnell, da Edith ist was passiert! Schnell komm! Was ist? Da Edith ist was passiert! Dann bin ich gleich alles fallen lassen, bin zurückgelaufen, hab geschaut, was da los ist. Und sieht die Edith da liegen. Die Edith die hat dann also Schmerzen gehabt im Gesicht. Sie war also da blau, gelb, rot und Schwellung halt. Und also das hat ausgeschaut, wie wenn es die Hälfte vom Schädel verschoben hat. Ich habe sie nicht einmal fragen können, was passiert ist, weil sie das eigentlich gar nicht mehr so gewusst hat. Also habe ich mir gedacht, da stimmt irgendwas nicht. Bevor ich da recht umeinander und einen Doktor rufe, rufe ich lieber gleich die Rettung an. Karl-Heinz Obermeier alarmiert die Rettungsleitstelle in Erding. Hallo? Ja, grüß Gott, Obermeier mein Name. Sie, meine Frau hat gerade einen Pferdeunfall gehabt. Ja, totales geschwollenes Gesicht. Jetzt fahren wir nicht mal ins Krankenhaus. Ich habe eigentlich nur das Brennen gespürt von der kleinen Schürfwunde. Und am Kiefer habe ich sofort gemerkt, dass der Biss nicht mehr stimmt. Also, dass er mir praktisch diese Seite an den Unterzähnen reingebogen hat.
Obwohl der Hof nur schwer zu finden ist, benötigt das Rettungsteam nur wenige Minuten. Jetzt kommen sie eh schon. Ich muss sagen, also die Rettung ist sehr, sehr schnell da gewesen. Die Herren haben sich sehr bemüht um meine Freundin. Hallo. Hallo. Was ist denn passiert? Das Pferd ist erschrocken und hat mir den Kopf in meinen Hirn geschlagen. Okay. Irgendwie bewusstlos gewesen? Wir haben den Kopf der Patientin abgetastet, haben auch den Gesichtsschädel abgetastet und mussten davon ausgehen, dass eine schwerwiegendere Verletzung des Gesichtsschädels vorliegt. Wir haben dann den Kopf abgetastet noch weiter, auch den Hals, um eventuelle Verletzungen ausschließen zu können. Haben dann den Hals immobilisiert mit einem Stiffneck und haben dann weitere Maßnahmen getroffen, wie Blutdruckmessung und dann auch eine Infusion angelegt, um den Kreislauf zu stabilisieren. Sie das halt bitte? Selbstverständlich. Wir melden uns dann bei der Leitstelle, geben einen kurzen Überblick über das Verletzungsmuster und bitten die Leitstelle eben dann dementsprechend ein Krankenhaus rauszusuchen, die dann auch bereit sind, uns aufzunehmen. Schockraum, können Sie uns avisieren? Richtig, unterwegs. Die Johanniter fahren Edith Stangl nach München ins Klinikum rechts der Isar. Dieses Krankenhaus gehört zur Technischen Universität und ist bekannt für seine sehr gute kieferchirurgische Abteilung. Schon im Schockraum der Notaufnahme wird der Kieferchirurg Dr. Stefan Koch hinzugezogen. Ich bin dazu gerufen worden von den Kollegen der chirurgischen Poliklinik, die die Patientin zuerst gesehen haben. Ich habe mir die Patientin angeschaut, habe die Verletzungen, die sie hat, festgestellt, haben die speziellen Röntgenaufnahmen durchgeführt und haben dann auch die Kollegen der Augenklinik, weil eben eine Augenbeteiligung dabei war, hinzugezogen. Den Augenhintergrund an. Schauen Sie hier auf dieses Ohr. Jetzt nach unten schauen. Bei der Patientin habe ich festgestellt, dass sie ja Oberlid und Unterlid Bluterguss hatte. Ansonsten konnte ich an dem Auge nichts Auffälliges sehen. Sie hatte auch einen vollen Visus gehabt, also die Sehkraft an beiden Augen war voll. Nachdem das Gesicht abgeschwollen ist, wird Edith Stangl operiert. Also die Verletzung ist eine typische Jochbeinfraktur. Zuerst einmal bringt man das Jochbein, also den Knochen, in die richtige Position. Und dann wird das Jochbein mit Mini-Platten aus Titan verschraubt. Also Risiken dabei, wenn es zur Einblutung im Bereich der Augenhöhle kommt, kann es zur Erblindung des Auges kommen. Doch die Operation ist gut verlaufen. Ja. Sag mal der Mama, was du gemein hast, Mas. Das mache ich später auf, in Ruhe. Jetzt ein paar Tage nur, dann kriege ich es. Es waren schon ein paar Wochen, bis man wieder Kraft kriegt, bis man wieder, wie soll ich sagen, richtig essen kann, dass man wieder wirklich eine Kraft kriegt. Das merkt man schon. Inzwischen hat Edith Stangl auch wieder das Reiten aufgenommen. Ihrem Pferd macht sie keinen Vorwurf. Ja, das ist das Risiko. Man darf man nicht reiten. Das ist halt einfach ein gefährlicher, was heißt gefährlicher, es ist ein wunderschöner Sport. Und wenn man mal angefangen hat, dann gibt man es eh nicht mehr auf. Das ist halt kein Tischtennis, das ist halt Reiten. Und Pferde sind halt einfach nicht berechenbar. Deswegen braucht man nicht immer Angst haben, aber man muss halt wirklich immer, immer mitdenken. Das ist das Allerwichtigste. Gleich im Notruf. Markus Moller kippt während der Fahrt eine offene Cola-Dose um. Als er im Fußraum nach der Dose tastet, bemerkt er nicht, dass er das Steuer verzieht. Evelyn Stohldreier kann nicht mehr ausweichen. Bei Tempo 90 kommt es zum Zusammenstoß. Herr Rolfs, jetzt sitzen wir Gott sei Dank wir beide im Rettungsfloß. Alles ist gut gegangen. Allerdings, unser Boot sinkt und da ist immer noch die Leine zwischen Boot und Rettungsfloß. Richtig, da haben wir so ein Kappmesser hier, was wir im Innern des Floßes finden. Damit wird die letzte Verbindung gekappt und wir sind frei vom untergehenden Boot. Und tatsächlich auf der sicheren Seite, wobei wir noch ein paar Mitfahrer hatten und die schwimmen noch im Wasser. Jetzt frage ich mich, wie kommen die denn zum Boot? Weil der Wind hat aufgefrischt, wir werden abgetrieben, die schwimmen immer noch an Ort und Stelle. Wie kommen die jetzt zu uns in das Rettungsfloß? Ja, da vielleicht als Grundsatz, wenn man als Gruppe wirklich im Wasser treibt, dann soll man als Gruppe zusammenbleiben. Erstmal, um sich auch psychologisch Unterstützung geben zu können. Man wird besser gesichtet als Gruppe von den Rettern und man kann sich bei einer Rettungsaktion halt gegenseitig helfen. Wenn man sich als Gruppe zu einem Rettungsfahrzeug hinbewegen muss, dann am besten in Form einer sogenannten Raupe. Und zwar der rückwärtige Kollege spreizt seine Beine und der Vordermann dockt sozusagen an ihn an, indem er
die Beine des Achtermanns unter die eigenen Achseln nimmt und die beiden werden sich dann in rhythmischen Ruderbewegungen mit den Armen zum Überlebensfahrzeug hinbewegen. Und das verhindert dann, dass man auseinander, wirklich von den Wellen auseinandergetrieben wird und getrennt wird voneinander. Ja, das ist richtig. Von Wind, von Wellen, die das sonst dazu führen würden. Ich habe noch eine Frage zu diesen Rettungsanzügen. Wie lange kann ich damit im kalten Wasser bleiben, ohne Gefahr zu laufen, doch zu untergühlen? Ja, es gibt so eine gesetzliche Vorschrift für solche Rettungsmittel und die besagt, dass man bei 0 Grad Wassertemperatur also mindestens 6 Stunden gegen Unterkühlung geschützt sein muss. Das heißt, 6 Stunden lang darf der Körperkern nicht mehr als 2 Grad abfallen. Wir sprechen ja ein bisschen über die professionelle Berufsschifffahrt, aber auch über die Freizeitschifffahrt. Da hat man bestimmt diese Rettungsanzüge nicht an Bord. Aber ich denke, wer schon so viel Geld ausgibt für ein Freizeitboot, ein Stück ist, der kann sich auch noch das Geld leisten für ein Rettungsloos und für anständige Rettungsmittel. Damit kommen wir zu unserem nächsten Beitrag. Neusorg in der Oberpfalz am 21. Oktober 1998. Ich bin in Altenburg in Thüringen geboren und bin so vor circa 10 Jahren nach Neusorg gezogen. Und es macht einfach Spaß, hier zu wohnen. Es war Nachmittag, 16 Uhr. Ich bin von Neusorg nach Marktredwitz gefahren, um meine Uhr zu kaufen. Ich fahre da öfters Nachmittag rein, weil es kann man schön bummeln, Kaffee trinken. Und ja, da trifft man so Bekannte und unterhält sich da über dies und jenes. Zur gleichen Zeit verabschiedet sich Evelyn Stohldreier aus dem benachbarten Waldersdorf von ihrem Sohn Christoph. Ich wollte zu meiner Freundin nach Neusorg fahren. Das ist von meinem Heimatort ca. 15 Kilometer weg. Und normalerweise fährt mein Sohn mit. Diesmal wollte er nicht. Tolles Wetter war, Sonne hat gescheint, gute Musik im Radio. Ja, und dann bin ich da hingefahren. Nach Marktredwitz, das sind ca. 13 Kilometer auf gut ausgebauten Straßen. Und da fahre ich im Durchschnitt so 2-3 Mal die Woche, weil Marktredwitz die nächste größere Stadt hier in der Gegend ist. Fuhr ohne Fahrer auf mich zu. Ich konnte durch die Kopfstützen gucken. Ja, spinnt der! Ich sah den Unfallwagen vor mir rauchen, kaputt und hörte beim Aussteigen schon den Herrn Moller fürchterlich stöhnen und das war schrecklich. Das Blut überall, also ich war sowas von durcheinander, ich wusste gar nicht, wie und was da jetzt eigentlich passiert ist. Wenig später halten bereits die ersten Autofahrer an der Unfallstelle, um zu helfen. Evelyn Stohldreier ist nur leicht verletzt, aber völlig benommen. Ich weiß nicht. Markus Moller hingegen ist schwer verletzt und reagiert zunächst kaum. Machen Sie mal die Augen auf, wenn Sie auf der Stadtstraße 2177 in der Nähe von Pullenreuth bin ich zu einem schweren Verkehrsunfall dazugekommen. Nach Einschätzung der Lage habe ich Passanten gebeten, die Unfallstelle abzusichern. Ich habe dann sofort nach der Frau geschaut, die blass am Fahrzeug stand. Bleib so stehen. Der andere Verletzte war blutüberströmt und habe dann sofort den Notruf abgesetzt. Ja? Das ist Breckel. Das ist eine Unfallstelle, Unfall passiert, zwei Fahrzeuge zusammengeprallt. Mein Freund Oliver und ich, wir saßen bei mir, haben Kaffee getrunken, als unsere Piepser anschlugen. Wir sind dann sofort zu unserem Einsatzfahrzeug gelaufen. Hoffen, alles auch klar. Verstanden, VUSD 2177, Höhe Pullenreuth. Speziell auf ländlichen Gebieten, wo der Rettungsdienst seine vorgeschriebene gesetzliche Rettungsfrist von 12 Minuten nicht einhalten kann,
gibt es hier speziell geschulte Helfer vor Ort. Wir rücken zu allen Notfällen mit aus und versorgen die Patienten bis zum Eintreffen des Notarztes. Er hatte am Kopf eine Platzwunde, die sehr stark blutete. Und die wollte ich mit einem Kopfverband abbinden. Ich versuchte immer wieder zu beruhigen, nachdem er auch aus dem Auto immer wieder wollte. Er wollte aussteigen, er wollte nachschauen. Das wäre fast unmöglich, ihn da im Griff zu halten. Circa 10 Minuten, nachdem ich den Notruf abgesetzt habe, sind dann auch die Helfer vor Ort gekommen, die ich persönlich gut kannte. Was ist denn los? Also der 2 cm Frank, sie ist leicht verletzt, wahrscheinlich Schockung. Er hat eine schwere Platzwunde und am Fuß lamentiert. Wir haben uns kurz abgesprochen, die Jürgen und ich. Ich habe die Versorgung der Evelyn übernommen, habe sie kurz gecheckt, von Kopf bis Fuß. Habe gefragt, ob sie bewusstlos war, ob sie irgendwelche Schmerzen hätte. Äußere Verletzungen waren nicht feststellbar. Habe sie dann im Fahrzeug absitzen lassen, einfach um dem Schock entgegenzuwirken. Der Patient wurde zunehmend unruhiger, teilweise dann schon aggressiv. Er wollte aus dem Fahrzeug raus. Auffallend war eine sehr stark blutende Kopfplatzwunde über der Stirn. Die war primär zu versorgen. Des Weiteren hatte er Schmerzen in der Wirbelsäule und auch Schmerzen in beiden Beinen. Wir haben versucht, die Blutung der Kopfplatzwunde zu stillen, um den Schock zu bekämpfen. Nach der Versorgung traf dann der Notarztwagen ein, der zweite RTW. Und wir haben den Patienten dann an den Notarzt übergeben. Während sich Dr. Christian Herold über den Zustand des Patienten informieren lässt, stellen die Rettungsassistenten des BRK Chemnat schon die Vakuummatratze bereit. Der Verletzte war ansprechbar. Er war jedoch verwirrt, war desorientiert, machte nur ungenaue Angaben, konnte sich auch nicht mehr an den Unfallhergang erinnern. Er hatte auch ein schweres Trauma erlitten aufgrund der Schwere dieses Unfallherganges. Wir haben 2 Venenzugänge gelegt, entsprechend Infusionen auch verabreicht und dem Patienten auch ein Schmerzmittel gegeben. Unterdessen ist auch die Freiwillige Feuerwehr Pullenreuth eingetroffen, um an der Unfallstelle weitere Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen. Wir brauchen einen Hubschrauber, Schädel-Hirntrauma und schwere Wirbelsäulenverletzung. Da der dringende Verdacht auf Vorliegen einer Verletzung im Bereich der Lendenwirbelsäule vorlag, haben wir uns entschlossen, einen Rettungshubschrauber anzufordern, um den Patienten so schonend wie möglich zu transportieren. Wir brauchen einen Hubschrauber, Verdacht Schädel-Hirntrauma, Wirbelsäulentrauma. Wie ich in dem Auto saß und doch manchmal zu dem Verletzten gucken musste, da habe ich gewusst, da ist was Schlimmes passiert. Ich wurde dann von 2 Sanitätern abgeholt. Die mussten mich dann zum Krankenwagen führen, weil sich meine Knie wie Pudding angefühlt hatten und haben mich im Wagen dann versorgt. Wir haben den Patienten in den Rettungswagen gebracht und dort überwacht. Die Kreislaufparameter waren stabil. Doch Markus Moller hat neben zahlreichen Brustwirbelbrüchen auch schwere Verletzungen an beiden Beinen erlitten. Unter anderem eine komplizierte Verletzung am linken Sprunggelenk. Deshalb wird das Bein für den Transport besonders stabilisiert. Gut, jetzt schauen wir uns das nach ca. 15 Minuten traf der Rettungshubschrauber an der Unfallstelle ein. Und Herr Moller wurde dann mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Bayreuth geflogen. Zur gleichen Zeit wird Evelyn Stohldreier im Kreiskrankenhaus Markt Redwitz bereits gründlich von Dr. Michael Hoffmann untersucht. Sie hat zahlreiche schmerzhafte Prellungen erlitten, die nur langsam verheilen werden. Aber zu ihrer Erleichterung können innere Verletzungen ausgeschlossen werden. Gott sei Dank. Markus Moller hingegen hat es schwerer getroffen. Vor allem seine Sprunggelenkverletzungen müssen mehrfach operiert werden. Weil er dennoch nur unter Schmerzen laufen kann, begibt er sich schließlich nach Schwarzenbruck in die Spezialklinik Rommelsberg, um hier weitere Operationen durchführen zu lassen. Im Bereich des betroffenen Fußes war es zu einer Nekrose, also zu einer Durchblutungsstörung und damit zu einer Erweichung des Sprungbeins gekommen. Und diese Krankheit führte innerhalb kurzer Zeit zu einer erheblichen Verschleißarthrose der beiden benachbarten Gelenke, also des oberen und des unteren Sprunggelenkes. Für den Patienten war das dringendste Anliegen der schmerzhafte Fuß, der seine Leistungsfähigkeit am meisten eingeschränkt hatte.
Für eine schmerzfreie Belastungsfähigkeit eines solchen Fußes ist entscheidend eine operative Versteifung der beiden Gelenke am Fuß. Stabilität ist gut, Herr Pock. Ja. Sodass der Patient sofort ab dem ersten Tag funktionell, also mit Bewegungsübungen nachbetreut werden kann. Ein Frontalzusammenstoß mit einer Geschwindigkeit von 90 Stundenkilometern entspricht etwa dem Sturz aus dem 10. Stockwerk eines Gebäudes. Der Patient hat also Glück gehabt und er verdankt sicher sein Leben der Tatsache, dass sein Fahrzeug mit Airbag ausgerüstet und er angegurtet war. Was mich besonders gefreut hat, war der Umstand, dass der Herr Moller mich nach 4 Wochen nach dem Unfall angerufen hat und sich nach meinem Befinden erkundigt hat. Heute geht es mir in dem Sinn besser, obwohl mir das Sprunggelenk und das rechte Knie immer noch Probleme machen. Meine Einstellung zum Leben ist eigentlich positiver wie früher, weil ich sehe, dass es vorangeht. Ja, also,